Beachvolleyball im Winter? Auf Beachmitte ist das natürlich möglich. Besonders die neuen Fun-Turniere mit Ranglistenwertung locken bekannte und neue Gesichter auf Europas größte innerstädtische Beachanlage. Der Winter ist lang und kalt und wir haben uns überlegt, wir brauchen irgendwas Neues, Schönes, um die Leute auch im Winter volleyballtechnisch bei Laune zu halten. Es ist einfach wie nach Hause kommen immer. Wir spielen hier im Sommer und hier auch im Winter spielen zu können, ist einfach toll und gibt einem so ein bisschen Sommerfeeling auch im Winter. Vorab ein kurzer Faktencheck. Im 2-Wochen-Rhythmus, sprich jeden zweiten Sonntag, geht es für Männer, Frauen und Mixteams auf der beliebten Beachanlage auf Punktejagd. Zuerst wird in mehreren Gruppen eine Vorrunde gespielt. Innerhalb dieser Gruppe spielt jeder gegen jeden. Nach der Vorrunde erfolgt der A- und B-Cup, welcher im Anschluss in die Platzierungsspiele und das große Finale mündet. Und die Teams mit den meisten Punkten können sich am Ende des Turniers über eine Hammerbelohnung freuen. Eine Saisonkarte für den nächsten Sommer. Hat mega Spaß gemacht. Ich fand, alle Gegner waren eigentlich cool und sehr sympathisch. Das mag ich auch an dem Sport, weil oft alle so sehr fair zueinander sind und immer Bock haben. Ja, sind coole Mädels da und es macht einfach Spaß, hier zu zocken und es ist ein guter Sonntag. Nun erfolgt auch der Startschuss für die Damen in die Wintersaison. In den Traglufthallen können die 14 Mannschaften pritschen, schmettern und baggern, was das Zeug hält. Denn es gibt 13 Beachvolleyball-Courts mit feinkörnigem Sand und hochwertigen Netzanlagen. Ein Traum für jeden Beachvolleyball-Fan. Es ist voll cool, dass es viel mehr Ranglisten oder Turniere für Frauen im Winter, weil das vorher gab es nicht. Und jetzt ist es richtig cool, dass regelmäßig kann man auch hier spielen. Die Annahme ist super. Also die Leute, das Feedback ist bis jetzt sehr, sehr schön. Haben Bock drauf. Es fehlte immer so ein bisschen was im Winter, was Volleyball angeht. Und bis jetzt sind wir mal ausgebucht. Also die Nachfrage ist größer als das Angebot. Seid ihr jetzt auch auf den Geschmack gekommen? Dann meldet euch gerne online für die Fun-Turniere mit Ranglistenwertung an. Seid aber schnell, denn die Plätze sind schon fast ausgebucht. Am 4. Dezember findet bereits das nächste Mixturnier auf Beachmitte statt. Den Abschluss vor den Festtagen machen die Männer am 4. Advent, bevor die Damen am 15. Januar wieder sportlich ins neue Jahr starten.